Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen das nächste Sierra-Spiel, Polly's Quest 3. Das Spiel ist 91 veröffentlicht worden, The Kindred heißt es auch noch. Und ist, glaube ich, das erste Polly's Quest-Spiel, das in Deutsch rausgekommen ist. Okay, es gab auch nur 4 Stück und das ist jetzt das dritte. Naja, gut, was soll's. Auf jeden Fall das erste, wo auch in Deutsch rausgekommen ist und wir spielen auch die deutsche Version. Ich freue mich schon und bin gespannt, wie es weitergeht. In der Ende von Polly's Quest 2 haben wir ja erfahren gehabt, dass Sony geheiratet hat und in die Flitterwochen geflogen ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Mit, wie hieß er, Death Angel soll ja überhaupt kein Problem mehr sein. Der ist ja erschossen worden. Oder hat er überlebt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Naja, wir schauen mal. Hallo, ich bin Jim Walls, California Highway Patrol Officer ID und Schöpfer der Polly's Quest Serie. In Polly's Quest beobachten Sie nicht einfach einen berühmten Filmstar, der die Sonnenseiten der Polizeiarbeit darstellt. Als Detective Sonny Bones sind Sie der Mann hinter dem Ausweis. Es liegt an Ihnen, die korrekten Verhaltensweisen der Polizei zu erlernen und in lebensbedrohlichen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. In der realen Polizeiarbeit müssen Sie wissen, wann Sie den Helden spielen können und wann Sie besser auf die anderen Kollegen zählen. Einige der Begebenheiten in Polly's Quest 2 basieren auf Geschehnissen meiner Polizeikarriere. Ich habe sie überlebt. Zeigen Sie uns jetzt auch, dass Sie in Stresssituationen irgendwas blablabla, so sieht das Umfeld aus, das Sie antreffen werden. Leiden, einst eine ruhige Kleinstadt, wuchs in den letzten Jahren enorm. Es gibt neue Fabriken, interessante Arbeitsplätze und einen angenehmen Lebensstandard. Unglücklicherweise hat der Fortschritt auch seine Schattenseiten. Armut und Kriminalität wachsen genauso schnell wie das neue Kulturzentrum. Der Morddezernat-Detektiv Sonny Bones und seine Ehefrau Marie genießen immer noch ihre ausgedehnten Hochzeit-Reisestimmung. Maria hat in Oaktree Einkaufszentrum eine gute neue Stelle gefunden und die zwei besitzen ein schönes neues Haus. Sonny wurde erst vor kurzer Zeit zum Detective Sergeant des Leiden Police Departments befördert. Zum Beginn unserer Geschichte kehrt Sonny gerade von seinem Sergeant-Fortbildungskurs zurück. Da die Abteilung wieder einmal überlastet ist, hilft Sonny bei der Verkehrsüberwachung mit. Es scheint, als ob die Verkehrsabteilung immer unterbesetzt ist. Nun, das ist Sonnys Leben. Es ist gut und es verdient es, geschützt zu werden. Jetzt wird es Zeit, dass Sie die Rolle des Sonny spielen. Ich weiß zufällig, dass Sie mitten in einen furchtbaren Tag beginnen. So, und damit beginnt auch schon das Spiel. Ist richtig klasse. Das Haus, das Polizeigebäude sieht genauso aus wie... Also, sie haben von dem ersten Teil der VGA-Version haben sie wahrscheinlich aus diesem Teil hier die ganzen Grafiken genommen. Naja, gut. So. Haben wir irgendwas im Inventar? Das war nicht das Inventar. Hier wollte ich rein. Was haben wir denn alles hier? Eine Beretta, 9mm Pistole. Die Handschellen bestehen aus rostfreien Stahl und du hast... $10. Er ist nicht gerade reich. Wobei, wenn ich an meinen Geldbeutel denke, wie viel Geld ich da drin habe. Naja, sag mal lieber nichts dazu. Das bist du, Sonny. Der Fahrstuhl ermöglicht den Zutritt zu anderen Stockwerken der Polizeiwache. Das ist der Fahrstuhlknopf. Was ist das hier? Das öffentliche Informationssystem der Wache. Hey, das ist die Tür zum Büro des Sergeant. Hey, das bist ja du. Das ist also unser Büro hier. Durch das Fenster hast du einen wunderschönen Blick auf das Stadtzentrum von Leiden. Das ist die Türe zum Morddezernat. Das Fenster des Morddezernats. Und da haben wir auch noch irgendwas? Da geht er sogar hin. Aha. Auf dem Anschlagbrett hängen interessante Artikel, persönliche Inserate und Visitenkarten von chinesischen Restaurants. Du schaust kurz auf das Anschlagbrett, findest aber nichts Interessantes. Okay. Na, das war's. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal in unser Büro rein.
Ja, es ist tatsächlich genau dieselbe Grafik wie in der VGA-Version. Die haben tatsächlich die ganze Grafik von dem Spiel dann in die VGA-Version übernommen. Okay. Dein Computer nimmst die Mitte deines Schreibtisches in Besitz. In diesem Geschäft ist der Computer ein unentbehrliches Hilfsmittel. Dein Telefon steht still und stumm auf den Schreibtisch. Dein Schreibtisch ist hübsch und ordentlich, wahrscheinlich weil du ihn fast nie benutzt. Es scheint, als ob etwas im Ein- und Ausgangskorb ist. Okay, schauen wir gleich, was das ist. Ah, hier auf der Polizeistation von Leiden werden Kunstgegenstände gezeigt. Das ist das Büro des Sergeants. Aha. Das Anschlagbrett hier drin ist voll von uralten Informationen. Es enthält einen Anschlag über eine vermisste Person mit dem Namen Jimmy Hoffa. Das sind Aktenschubladen. Das Bücherregal enthält Gesetzesbücher. Das gehört dem Leutnant. Warum in aller Welt willst du einen Abfalleimer mitnehmen? Du siehst es vor, dich um die kriminellen Dinge zu kümmern. Lass die Anwälte dieses Zeug lesen. Es gibt nichts, was du aus diesen Aktenschubladen brauchen würdest, okay? Schauen wir mal, was da drin ist. Du nimmst ein Formular aus dem Postkorb. Es ist ein Formular für disziplinarische Maßnahmen, an dem eine Notiz angebracht ist. Auf der Notiz des Leutnants steht: Bonds, bitte halten Sie wegen einer Beschwerde eine Unterredung mit Pat Morris. Es wird behauptet, dass der Officer während einer Untersuchung verbale Beleidigungen und Flüche verwendet hat. Erwägen Sie aufgrund Ihrer Unterredung disziplinarische Maßnahmen. Sofern nötig. Legen Sie dieses Formular auf meinen Schreibtisch, sobald Sie damit fertig sind. Mit Pat Morris. Ah ja, und das müssen wir jetzt rausfinden, was da los war anscheinend. Ja, okay. Steht da noch mehr dran? Naja, gut. Telefon? Oh, wir können telefonieren. Aber ich wüsste nicht, wen wir anrufen sollten. Wie kommen wir hier wieder raus? Hallo? Hilfe! Ich komme ja nicht mehr raus aus dem Telefon. Wenn du keinen Grund hast, das Telefon zu benutzen, dann mach es auch nicht. Okay, was ist mit dem... Oh. Nein. Du brauchst erst eine Zugriffsberechtigung für den Computer. Ach, deswegen wird es auch so gemacht hier, angezeigt. Das ist der Computer, das ist der Ein- und Ausschalter, ja. Kartenleser, Diskettenleser. Aha. Haben wir da irgendwie was? Unser Ausweis geht wahrscheinlich nicht, oder? Er hätte ja sein können, dass da irgendwie was drin ist. Das heißt, einen Computer können wir gar nicht benutzen. Im Moment jedenfalls nicht. Ja, voilà, das wollte ich doch gar nicht machen. Naja, gut. Dann halt nicht, dann gehen wir wieder. Wie stehen wir wieder auf? Okay, einfach rausklicken. Nun gut, dann schauen wir mal weiter. Gehen wir doch mal ins Moddezernat. Da sollten wir uns ja gut auskennen. Ah doch, da unten ist jemand. Wer ist denn das? Captain Tate leitet das Moddezernat des LPD. Der Schreibtisch von Captain Tate ist gut organisiert, wie immer. Die Grafik an der Wand zeigt die Morde der vergangenen 3 Jahre. Wie immer der Inflation steigt der Rate der Kriminalität ständig. Der Aktenschrank gehört dem Captain, er hält ihn immer unter Verschluss. Die Tische sind für die Officiers von Moddezernat vorgesehen. Ja, reden wir mal mit. Sergeant Bones, gut, dich zu sehen. Es tut mir leid, ich kann mich nicht unterhalten. Ich
Ich muss zu einer Besprechung über interne Angelegenheiten und ich muss... Ach, das war jetzt so schnell. Sag schon, glaubst du nicht, dass du besser wieder auf die Straße zurückgehst, wo du hingehörst? Das war viel zu schnell, das habe ich nicht richtig lesen können. Ich mag es nicht, wenn die Dinger es immer so abbrechen. Sondern bei sowas mag ich es eigentlich, wenn man einen Tastendruck machen muss oder einen Mausklick, um es wegzudrücken. Kann man da irgendwie Auflösung, Lautstärke... Ja, nur die Geschwindigkeit, das ist die Laufgeschwindigkeit. Naja gut, was soll's. Geh mal schon hin. Jetzt geht's nach da vorne und nach da hinten. Was soll man da? Polizistenblau. Ja, aber ich will eigentlich wissen, was das da genau ist, dieser... Naja. Das ist die Türe zur Befehlsausgaberaum. Fenster der Verbrechungsbekämpfung. Türe zum Büro des Kriminalpsychologen. Verbrechensbekämpfung. Ja, und ich glaube, das war's dann auch. Also noch habe ich keine Ahnung, was ich genau machen soll. Der sprichwörtliche Beichtstuhl. Vom Fenster aus sieht man auf dem Parkplatz. Die Rollläden sind gezogen. Das ist einer dieser geistlos anmutenden Spielzeuge. Das ist ein Behälter für Theorien. So kann man es auch nennen. Das ist eine persönliche Akte. Schon beim Betrachten der Büchertitel von Dr. Eames fallen dir die Augen vor Müdigkeit zu. Die Aktenschränke beinhalten den Schmutz von vielen Leuten. Die Akte wäre interessant, aber ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Da machen wir mal einen kurzen Quicksave. Ich würde nämlich gerne wissen, was passiert, wenn wir das machen. Machen sollten wir das definitiv nicht. Gerade in dem Moment, als du die Akte nehmen willst. Hey, das ist hochgeheimes Material, Sergeant. Während sich dein Gesicht purpurrot färbt, fragt Dr. Eames. Was wollen Sie, Bonds? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Mit dir reden? Du versuchst eine Unterhaltung mit Dr. Sidney Eames anzureißen. Wenn Sie nichts Brauchbares zu zeigen haben, Bonds, gehen Sie bitte. Ich habe keine Zeit für Plaudereien. Hat es Punktabzug gegeben? Ich weiß es nicht. Naja, lassen wir es einfach mal so. Also, aber eigentlich war es klar, dass wir da nichts machen können. Ich will hier rein. Ich will wissen, wo es da überall noch hingeht. Oh. Das ist Dr. Officer Coller. Call ist ein richtiger Clown. Ja, so wie das hier. Das verschwindet nämlich nicht von allein. Da muss ich auf die Maustaste drücken, dann verschwindet es. So kann man es schön lesen, während die anderen alles so schnell weggehen. Der weibliche Offizier ist Pat Morris. Du hörst, dass mit ihr nicht gut Kirschen zu essen ist. Das ist diejenige, wo wir reden müssen. Und Disziplinarverfahren, je nachdem, oder wie auch immer. Das ist Officer Kevin Miller. Es ist ein Polizist der alten Schule. Das ist Officer Joseph Banks. Jung, gerissen und nimmt seinen Job sehr ernst. Das Anschlagbrett für Meldungen befindet sich dort, wo die Notizen der täglichen Befehlsausgabe angeheftet werden, nachdem die Besprechung zu Ende ist. Wohltuend, nicht wahr? Auf der Kreidetafel ist zurzeit nichts Wichtiges drauf. Müssen wir das Ding halten? Oh. Die Glemmtafel enthält Notizen für die heutige Befehlsausgabe. Ja, wir müssen heute... Wir sind ja befördert worden. Wir müssen das ganze Ding halten. Du beginnst mit der Befehlsausgabe. Guten Nachmittag, Leute. Ich werde euch in Vertretung von Sergeant Charco, der sich zurzeit im Urlaub befindet, informieren. Du verweist den Nachmittagsschift auf die Informationen über Prozeduren und Ankündigungen, die am Anschlagbrett aufgelistet sind und beendest. Ah, verdammt. Das ist alles. Passen Sie auf und denken Sie dran, sich ein... Das ging mir jetzt alles zu schnell. Moment. Ich lade nochmal neu. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen nochmal rein. Die Dinger sind viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Wenn ich die Geschwindigkeit ein bisschen runtersetze, geht's dann vielleicht... Nein! Nicht aufhören! Habe ich es ja schon runtergesetzt? Hast du es gemacht?
So. Naja, gut, probieren wir es nochmal. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Ah, jetzt ist aber so arg langsam. Ja, gut. Du beginnst mit der Befehlsausgabe. Das hatten wir. Und beendest die Besprechung mit den Worten. Das ist alles. Passen Sie auf und denken Sie dran, sich einen Wagen immer von der richtigen Seite. Das ist wieder so schnell. Ja, das muss ich mir überlegen, ob ich das vorlese oder nicht, wenn das so schnell ist. Weil wenn ich es, ganz ehrlich, wenn ich das vorlese und dann ist es weg, kriege ich nur die Hälfte mit, weil ich noch nicht so weit war mit Lesen. Ja, ich glaube, das darf ich wahrscheinlich nicht, das sollte ich dann nicht mehr vorlesen. Das wäre ein bisschen blöd. Und wenn es so schnell ist, muss ich mir mal überlegen, wie ich es mache. So, jetzt sollte man mit ihr nochmal reden. Morris, ich muss mich nach der heutigen Befehlsausgabe in meinem Büro sehen. Ja. Sicher, Sarge, es gibt nichts, das ich mehr liebe, als hierher zu kommen, um mir die Beschwerden eines Schwachsinnigen anzuhören. Ich brauche das zum Leben. Da ging's wieder einwandfrei. Officer Joe Banks antwortet, nachdem er das Schreiben beim Schreiben unterbrochen wurde. Sarge, ich möchte diesen Bericht wirklich gerne fertig schreiben. Okay, gibt's jetzt sonst noch was? Okay, da gibt's nichts mehr. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in unser Büro gehen und eine Moralpredigt halten. Denke ich mal. Nicht da reingehen wieder. Können wir den Türstopper mitnehmen? Nee. Die Türe der Verbrechungsbekämpfung ist verschlossen. Na gut. Ist voll cool. Im ersten Teil von Police Quest sind wir ja an der Besprechung so teilgenommen und auf die Straße geschickt worden. Und jetzt leiten wir diese Dinger. Das ist schon ein ziemliches cooles Teil. So. Speichern QS. Dann schauen wir mal, ob wir da auch irgendwelche Entscheidungen treffen können. Du hast ein ernsthaftes Gespräch mit Morals. Ich habe hier eine Beschwerde, die besagt, dass Sie gegenüber einem Gesetzesübertreter, den Sie angehalten haben, verbal ausfallend wurden. Die Beschwerde sagt, dass Sie geschrien, gekreischt und geflucht hätten. So, was wollen Sie von mir? Dieser Kerl war ein Trottel. Er hätte am liebsten noch mehr als nur eine Beschwerde gemacht. Wenn Sie wissen, was ich meine. Du fährst mit der Unterredung weiter. In Ordnung, warum sagen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich habe den Kerl rausgeholt, richtig? Er fuhr mit 75, vielleicht 80 in einer 50-Meilen-Zone. Ich gehe zum Wagen und zack beginnt er mich mit seinen gierigen Augen schon auszuziehen. Was soll ich mit solchen Scheißern anfangen? Du fragst Officer Morals direkt. Haben Sie mit diesem Mann laut gesprochen und geflucht oder nicht? Sehen Sie, versuchen Sie einmal nur einen Tag ein weiblicher Polizist zu sein, dann können Sie mir sagen, wie ich meine Arbeit tun soll. Ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, was zum Teufel ich gesagt habe, aber was auch immer es war, ich hatte verdammt gute Gründe dafür. Okay, Morris, das ist im Moment alles. Gehen Sie zu Ihrer Arbeit zurück und versuchen Sie, die Menschen auch als Menschen zu behandeln. Sicher, Sarge, wie Sie meinen. Du denkst darüber nach, was du von den Beschwerden der Bevölkerung gelernt hast. Unbegründet, du befindest die Beschwerde unbegründet, übertrieben. Der Beschwerde nicht Glauben schenkend entlastest du den Officer. Haltbar, aufgrund der Unterredung entschließt du, dass disziplinarische Maßnahmen nötig sind. Du hältst die Beschwerde gegen sie aufrecht. Unentschlossen, du bist nach der Unterredung unentschlossen und stempelst die Beschwerde und entschlossen. Unbegründet, übertrieben, haltbar und unentschlossen. Und wisst ihr, was wir mal machen? Wir haben jetzt 19 Minuten oder nee, fast 20 Minuten rum. Diese Sache hier, was wir da nehmen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.